Heute findet der Deutsche Pilgerabend statt und ich bin jetzt gerade unterwegs zum Hauptbahnhof in Krakau, weil ich mich dort mit einer Pilgergruppe aus dem Bistum Münster aus Nordkirchen treffe, um mit ihnen gemeinsam dorthin zum Pilgerabend zu pilgern. Aber da es gerade ans Regnen fängt, hoffe ich nicht, dass wir wirklich zu Fuß gehen. So, das ist der Bahnhof und ich treffe die Gruppe irgendwo unter drei Bäumen an einem Volontiertreffpunkt. Da ist ein Volontiertreffpunkt und ja, wer sitzt denn da? Wer sitzt denn da? Da sind sie! Hallo! 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 Hallo. Ja, ich bin da. Wir können losgehen. So, wer hat denn jetzt einen Plan? Laufen wir? Das ist ja meine größte Sorge. Oder wie bewegen wir uns fort? Wir springen in die Straßenbahn, müsste das glaube ich sein, mit der Linie 50 und dann noch ein paar hundert Meter laufen am Ende, dann sind wir da. Ach, das ist gut. Was euch jetzt so erwartet? Zuckermethode ist da und wir unterstützen. Ja, wir haben versprochen, gut mitzusingen. Was ist denn Zuckermethode? Die Band. Eine ganz coole Band. Wow, aussteigen! Jetzt verpassen wir hier schon auszusteigen, ey. So, jetzt aber schnell. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber der Ball ist nicht reingefallen. Ja, der Ball ist nicht reingefallen. Was ist denn das hier? Aber es ist Endstation. So, das letzte Stück müssen wir jetzt noch laufen. Gute 20 Minuten, sagt Google Maps. Guck mal hier. Hallo. Das ist super. Ich habe meinen Karl immer dabei, das heißt, ich bin nie allein. Wer glaubt, ist nie allein. Ja? Barmherzigkeit kann man nicht alleine leben, ist doch wahr, oder? Ja. Man braucht immer irgendeinen Karl oder eine Caroline. Ja? Um Barmherzigkeit zu leben. Ist doch cool, oder? Ja. Einfach der Masse folgen, oder? Dem Strom folgen. Immer mehr in den deutschen Flaggen nach und dann. Dann kommen wir wohl zum richtigen Ort, hoffst du? Hoffe ich, ja. Gut, dann hoffe ich mit. Aktives Anstehen. Sehr netter Ausdruck für Drängeln. Am Sanktuarium der heiligen Faustina ziehen nun gerade unzählige deutsche Pilger hier in den Kirchraum ein. Und ich frage mich gerade ernsthaft, ob alle einen Platz bekommen. Ich glaube,
eher nicht, aber meine Pilgergruppe hat sich super Plätze sichern können. Also ich fand es richtig gut und es war richtig warm hier drin. Fast kein Sauerstoff mehr. Super Stimmung auf jeden Fall. Also es war schon ziemlich beeindruckend, was die Leute so erzählt haben. Und die Stimmung, die war einfach gigantisch. So viele Farben, so viele Leute, die gesungen haben und gebetet haben. Jetzt wird es Zeit, nach Hause zu gehen. Ja.